Das ist ja schön, dann haben wir das ja zum Ende noch mit dem Navigator geschafft in der letzten Folge von Benishers Ghost of New Eden. Und jetzt geht es dahin. Dann werden wir mal weiter rumspucken und ermitteln. Die anderen finden wir auch noch. Wie gesagt, ich muss ja auch noch zurück zu dem anderen Lager und dann dort. Hier drüben! Ja, nachher, ich muss doch jetzt erstmal ermitteln. Ist das. Ich muss ins Krankenlager, muss ich. Hier haben wir eine Spukermittlung gestartet. Da oben. Das ist ihre Fahne. Was denn da passiert? Hallo? Wer ist das? Wer kommt da? Was ist mit ihr passiert? Sei Dank. Hey, schaut da. Helft mir. Habt ihr ihn gesehen? Den Geist meine ich. Ja, habe ich. Na gut, vielleicht können wir helfen. Also, Soldat, spuck's aus. Was genau geht hier vor sich? Was ist mit Schwester Winx geschehen? Was glaubt ihr denn? Sie ist abgekratzt. Und jetzt will sie mich mit ins Grab zerren. Wann habt ihr Schwester Winx zuletzt lebendig gesehen? Schwer zu sagen. Die Zeit verhält sich merkwürdig hier. Gerade war sie noch da, dann weg und jetzt ist sie ein Geist. Aber ihre verdammte Lanzette hat sie immer noch. Wir haben Schreie gehört. Wart ihr das? Hat sonst jemand reagiert? Keiner hier kümmert sich einen Scheißdreck um den anderen. Die sind zu sehr damit beschäftigt, sich um ihren eigenen Arsch zu sorgen. Ich könnte hier elendig verrecken und niemand würde es interessieren, bis meine Leiche zu stinken anfängt. Warum sollte sie euren Tod wollen? Sie ist ein Geist. Sie ist nicht zum Tee trinken hier. Er hat nicht Unrecht, irgendwie. Sie bringt ihn um. Euer Husten ist nicht besser geworden. Eher schlimmer. Ja. Wenn sie vorbeikommt, geht es mir danach schlechter. Lebendig war sie auf jeden Fall eine bessere Schwester. Die tut mir leid. Was glaubt ihr? Wohin geht ihr Geist? Sie kommt und geht durch eine verschlossene Tür. Was sie danach macht? Keine Ahnung. Gibt es einen Schlüssel oder einen anderen Weg in den Raum dahinter? Kann sein. Das war hier mal das vor langer Zeit. Es gab einen Weg nach draußen. Durch den Turm im Westen. Ich hatte einen Schlüssel. In der Baracke sind meine Habseligkeiten, da sollte er sein, wenn sie niemand gestohlen hat. Dann wollen wir da mal hin. Vermutlich. Naja, ich werde mich umsehen. Ihr bleibt hier. Wo in Gottes Namen sollte ich denn hingehen? Ihr bleibt hier. Unverschämter Drecksack! Zieht Leine. Der ist wirklich ein Grumpelbock hoch 3 zum Quadrat. Lass mich mal einen Blick hinter die Tür werfen. Abgeschlossen. Also, die liebe, aufopferungsvolle Schwester Winx kehrt als rachsüchtiger Geist zurück. Kommt vor, aber in diesem Fall habe ich meine Zweifel. Wenn das gespielt war, dann hätte sie einen Preis verdient. Die ist schon wieder hier? In Ordnung, dann wollen wir mal. Das passt ja. Gut, wir haben, was wir gesucht haben. Hier irgendwas? Nein. Hier ist noch ein Zettel. Ich muss mich für eine Weile zurückziehen. Bitte sieht hin und wieder nach Mr. Peabody. Schenkt seinen Beschimpfungen keine Beachtung. Er ist nur krank. Ich werde bald wieder zurück sein, Schwester Winx. Warum würde sie plötzlich so verschwinden? Und warum ist sie immer noch verschwunden? Vielleicht ist ihr etwas zugestoßen. Sie hat Buch geführt. Vielleicht finden wir etwas in ihren Unterlagen. Einen Weg durch den Wachturm suchen. Das kann ja nur da hinten sein. Ich gucke mir mal diesen Turm hier genauer an.
aber das ist höher. Da ist doch unser Turm. Oh, warum ist denn das jetzt immer? Das verwirrt mich. Könnt ihr mal aufhören damit? Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Aha. Da war noch eine verschlossene Truhe. Was ist denn hier los? Ich muss das Spiel, glaube ich, mal neu starten. Jetzt sind wir auch bei 40%. Vorhin hat das Ding 60 genommen, wo ich hier pausiert habe. Ich weiß gar nicht, warum. Ist das die Rückseite vom kranken Ding? Oh, ihr habt es gefunden. Hab Dank. Mr. McGrath, vergebt mir. Ich habe euch gar nicht gesehen. Ihr seid dieses Mal nicht alleine gekommen. Wie schön. Guten Tag wünsche ich euch, Schwester Wings. Ich bin Antea Duarte. Es ist mir eine Freude, Mistress Duarte. Was führt euch nach Fort Jericho? Ich bin schon eine Weile hier. Ihr konntet mich nur nicht sehen. Wie meint ihr das? Ich sehe euch doch. Wir haben einiges gemeinsam, Schwester Wings. Findet ihr nicht? Haben wir das? Wie meint ihr? Ich bin ein Geist, Schwester Wings. So wie ihr. Seid ihr sicher, dass es euch gut geht, Mistress Duarte? Ihr klingt, als hättet ihr Fieber. Vielleicht müsst ihr euch hinlegen und ausruhen. Ich ruhe mich nie aus, Schwester Wings. Kommt euch das bekannt vor? Sie wird uns nicht glauben. Wir müssen es ihr beweisen. Ich habe noch etwas Eisenkraut, falls ihr davon benötigt. Lasst es mich einfach wissen. Auf Wiedersehen, Schwester Wings. Bis bald. Ich werde hier sein, wie immer. Ja, genau das ist das Problem. Sie hört nicht auf uns. Wir müssen Beweise auftreiben. Ich habe mein Tagebuch verloren. Hiermit beginne ich ein neues. Wenn es hier Winterlieb gibt, dann nur unter dem Schnee, wo ich es nicht finden kann. Er leidet große Qualen. Ich muss auf meine Suche nach Winterlieb tiefer in den Wald gehen und dabei ist sie gestorben. Sie schläft nicht, isst nichts, aber es scheint ihr egal. Sie ernährt sich jetzt auf andere Weise. Minze oder Salbei gegen Kopfschmerzen, Kamille, Magenschmerzen, weitere Beweise nötig für Kinder. Ein paar Leute hier leiden an Schnupfen. Die arme Schwester Wings verliert den Verstand. Das haben wir... Mann! Ich wollte den hier. Ich habe das auch Ja, das haben wir alles gelesen. Das kennen wir. Ich war ja hier schon drin. Cotton Peabody ist krank und gelinde gesagt ein widerlicher Mensch. Ich mag ihn trotzdem. Er ist sicher nicht leicht, an Skrofulose zu leiden und ständig in Behandlung zu müssen. Das Öl aus Winterlieb scheint zu wirken. Vielleicht kann ein Tee aus Winterlieb Hustenleiden stillen. Sie ist zu tief verstrickt und Peabody geht es zunehmend schlechter. Ihr Tagebuch sprach von einem Versteck auf den Klippen. Kein gemütliches kleines Pub also. Natürlich nicht. Na gut, dann lass uns aufbrechen. Ja, hier ist noch was. Meine Güte. Ich nehme ein Echo in der Nähe wahr. Hä? N-Wings Tagebuch. Hier ist ein Echo, aber wir müssen zuerst die Geisterfessel finden. Ja. Müssen mal gucken, wo wir hin müssen. Schon wieder. Oh, was nervt mich heute hier? Es krabbelt immer auf einer Stelle auf dem Rücken. Das ist bei alten Männern so. Krabbel die Krab. Ans Kräutermedizin erinnert mich an die meiner Mutter. Aha. Die ganzen Öle und Salben, die Infusionen und die Tinkturen. Ich vermute mal, sie kannte sich damit aus. Sie behandelte die Sklaven, die sich auf den Feldern zu Tode arbeiteten. Sie hatte nur wenig Geld und war doch sehr berühmt. Geister mit Waffen, es fehlt uns an Nahrung, wir sind übermüdet. Dein Talboja, das haben wir gelesen. 70 Meter. Halt, ist hier noch was? Habe ich was gesehen? Ich habe mich verguckt.
Habe ich mich misch verguckt, habe ich. Vor allen Dingen misch. Neun Meter? Ich glaube, wir haben sie gefunden. Da ist ein Echo. Was ist das? Wie lange ist sie schon hier? Höchstens ein paar Tage. Hier ist der Schlüssel zur Krankenstation. Ein Echo. Askel Fogachsma. Das ist das Tagebuch. Das Tagebuch. Das Tagebuch. Ich sehe kein Tagebuch. Vielleicht ist es ihr heruntergefallen. Dann lass es uns holen. Kommen wir jetzt da unten hin? Da unten? Da müssen wir hin. Wie kommen wir da hin? Ach, jetzt sind wir hier. Ah. Ich muss runter. Aber wie? Hier geht's nirgendwo. Ich muss irgendwo runter. Warum kann man hier nicht einfach runtergehen? Warum muss man jetzt 30 Kilometer laufen, um irgendwo eine Stelle zu finden, an der man runter kann? Ah, Freunde. Ah, hier, warte mal. Ich erinnere mich daran, dich niemals wütend zu machen. Bring noch mehr Freunde mit! Geh nicht einfach so rum. Bewegung! So! Erledigt! Oder so. Und jetzt? Jetzt habe ich aber viel gekornt. Aber so richtig viel. Jetzt kann ich aber hier hoch. Bin ich hier oben? Hier ist ein Winterlied. Siehst du eine Möglichkeit, rüberzukommen? Such hier weiter. Ach, hier ist was, warte. Jetzt sind wir hier. Sag ich doch, wir brauchen eine Mission. Unmöglich. Da fehlt was. Hier. Ah, das hat geklappt. Ein Pilz. Dann geht's auch weiter, ne? Jetzt kommen wir hier runter. Ein Seil. Da ist schon ein Seil. Hallo, verdorbenes Unkraut. Hä? Jetzt müssen wir hier erstmal forschen. Hier ist irgendwo... Hier ist einer, da ist einer.
Da ist der Auslöser. Sind aber drei. Da kommen noch mehr. Ich komme mir vor, als wäre ich eine Zielscheibe. Für den Einsatz. Dann war wieder Ruhe. Okay. Können wir jetzt in Ruhe weitergucken? Astrales Knochenfragment. Hier kann ich hoch. Geh doch hoch! Mensch! Ist da irgendwas? Ach, schon wieder! Ist ja lästig hier. Wer denn immer dasteht und nichts macht, auf gar nichts reagiert, ne? Hier kommen wir dann zur Truhe. Ich will nur mal gucken, wir müssen doch erstmal sehen, wo denn die ganzen Dinger sind, aber das ist viel zu hoch. Ah, hier müssen wir aber was machen. Ich das lieber. Damit wir genau da rankommen. Jetzt können wir runter. Jetzt haben wir sie, glaube ich, alle. Ziel du auf das Herz. Ich kümmere mich um die Wurzeln. So, jetzt nochmal genau gucken. Da oben ist eine, da ist eine. Wir müssen irgendwo einen erhöhten Standpunkt haben, sonst macht das alles keinen Sinn. Hier ist eine. Komme ich denn da? Da komme ich doch nicht hin. Gehört die überhaupt dazu? Eins, zwei. Zwei erwische ich hier. Hoffe ich. So, den haben wir. Ach, der ist dann auch weg. Cool. Dann komme ich da ran. Hier ist noch sowas. Das machen wir kaputt. Weil da ist was. Da, ein Fell. Hier sind auch noch Sachen. Kupfer und Fell. Da oben war eine Truhe. Und da geht's, glaube ich, weiter. Ich vermute es mal, ne? Ich war ja noch nicht hier. Wir haben es ja noch nicht geschafft. Gehabt. Ach nee. Das war falsch. Da liegt noch was. Guck. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter raus? Oder war das nur... Ich bin jetzt da hinten. Das ist ja auch nicht ganz da, wo wir hin sollen. Es könnte sein, dass ich ein bisschen auf Abwägen bin. Das ist nicht abwegig. 85 Meter. Aber hier kommt man nicht weiter, ne? Nee. Und hier bin ich immer noch weit weg. Das heißt, wir müssen irgendwo in diese Richtung. Da unten runter. Da durch.
Die kann ich aber nur hoch. Das kann ich hier wieder nicht runter. Das heißt, man muss den ganzen Weg zurücklaufen. Und kann dann da durchgehen. Die Zeit drängt, wir brauchen das Tagebuch. Hier ist wieder eine Dolde. Ich glaube, hier sind wir richtig. Suchen wir das Tagebuch. Cool. Kann ich erstmal gucken, ob keiner guckt. Ja, das ist gut. Aber hier wollte ich sowieso noch hin. Da ist was. Juni. Heute werde ich eine neue Behandlungsmethode für Cotton Susans anwenden. Ich werde eine Infusion aus Salbei herstellen und seine Brust damit einwickeln. Ich habe gehört, die Indianer machen das so. Leider bin ich auch krank geworden. Ich werde mich für eine Weile isolieren müssen, damit ich niemanden anstecke. Aber ich werde die Zeit nutzen und weiter experimentieren, falls das Indianermittel nicht wirkt. Hat sie sich selbst getötet damit aus Versehen? Hier sind wir jetzt. Guck, hier kam ich nicht hin. Ich weiß, dass es hier nicht richtig ist, aber ich will nur schauen und mein Seil hier anbauen. Dann kommen wir hier nämlich auch hoch. Also, eine Quest hat gefehlt, wie so oft. Und ich verzweifle dann immer. Ich denke immer, ich suche die Fehler immer bei mir. Immer. Schimpft er natürlich über das Spiel, aber ich denke, ich mache was falsch. Dabei mache ich gar nichts falsch. So, dann haben wir das hier auch alles leer geräubert. Was sagt die Zeit? Einen kleinen Moment können wir noch. Und dann werde ich erstmal Päuschen machen und selber Armbrot machen. Ich habe mir auch schon überlegt, was ich mir mache. Und dann mal schauen. Dann gucke ich mir vielleicht noch einen Film an. Ich werde ihn Tag heute genießen. Nee, ist nicht. Der morgige ist auch schon verplant. Ich erinnere mich daran, dich niemals wütend zu machen. Hier ist was. Die Salbei-Funktion und die Wickel haben Wirkung gezeigt. 30. Mai, 3. Juni. Ich habe mir die Grippe eingefangen. Bei meinen schwachen Lungen könnte es eine Weile dauern, bis ich wieder genesen bin. Aber ich muss genesen. Schließlich muss ich mich um Mr. Peabody kümmern. Ich werde mich an meinen geheimen Ort ausruhen. Dann kann ich, damit ich auch niemanden infiziere. Sie wusste, dass etwas nicht stimmte. Aber im Tod will es sich ihr Geist nicht eingestehen. Sie war eine Heilerin. Vielleicht bindet sie ihr Pflichtbewusstsein. Ein Pflichtbewusstsein, das ihr Patient kaum verdient hat. Wir sollten zurück zur Krankenstation. Anne ist sicherlich dort. Ich weiß. Das machen wir gerne, ne? Solche Sachen sammeln. Und jetzt war ich hier auch. Ich hab doch gesagt, hier kommt man runter. Ich hab's immer gesagt für mich. Da können wir jetzt ja nicht lang. Aber ich kann jetzt hier lang. Dann kann ich da runterklettern. Und in der nächsten Folge sind wir dann wieder auf der Krankenstation, würde ich sagen. Ich werde jetzt nur noch mal gucken. Nein, Punkte habe ich keine, brauche ich auch nicht. Ich kann hier noch nichts machen, ne? Warum habe ich denn das Armband? Wir hatten doch das. Ich kann hier von den Dingen noch nichts verbessern.
Ich muss, wenn ich nachher den hier auf Rot habe, dann kann ich mal alle auf Rot machen, dann gibt es eine Errungenschaft. Dass man alle 8 Sachen aufs Maximum verbessert hat. Wir wollen mal nach der Waffe gucken. Die könnten wir hier verbessern. Weil, nee, weil die in der Endausbaustufe, das können wir machen. Das haben wir auch alles. Da fehlt mir ein Elite-Juwel. Cool. Aber erstmal, wie gesagt, erstmal sind die beiden Sachen dran. Was fehlt mir hier? Schemenhorst-Schlick. Und was fehlt hier? Hier fehlt gar nichts, weil da habe ich ja einen. Da kriege ich ja denn. Dann würde ich erstmal die Waffe machen, weil die kann gar nicht doll genug sein. So, nächste Folge geht weiter. Tschüss!